Also das hier sind Beauty Sweeties saure Katzen. Das da hingegen ist ein süßer Kater. Und wir werden diese ganzen Dinge heute verspeisen. Also natürlich werde ich nicht alle verspeisen. Ich bin ja nicht komplett verblödet. Aber halt hier zumindest mal alle Sorten. Ne? Grüner Apfel, Sauerkirsche, Zitrone. Also Freunde, ihr müsst mir auf jeden Fall mal Bescheid sagen, ob ihr die schon mal gesehen habt. Die Beauty Sweeties GmbH aus Hamburg. Ich dachte zuerst, das wären Katjes. Anscheinend ist das eine eigene Firma. Eine Tüte Schnups. Okay, hier haben wir einmal alle Sorten. Für mich sehen die irgendwie so aus wie diese Lakritzkatzen, die es schon mal gegeben hat. Ich dachte übrigens, die wären ein bisschen kleiner. Schon relativ groß. Okay, nehmen wir uns mal den ersten. Ich werde nicht hinschauen und mir jetzt zufällig einen nehmen. Okay, hier gelbe Katze. Das ist ein ganz normales Zitronenbonbon. Also schon eigentlich ein ganz normales Zitronenbonbon mit einem ganz komischen Touch zwischendurch. Ansonsten ja, ein Zuckerbonbon halt, ne? Also was Besonderes ist das jetzt nicht unbedingt. Okay, nächster Versuch. Mal gucken, was wir jetzt bekommen. Wir haben schon wieder ein gelbes. Neuer Versuch. Mal gucken, was wir jetzt bekommen. Schon wieder ein gelbes. Ein neuer Versuch. Gucken, was wir jetzt bekommen. Schon wie. Okay, vergesst es. Wir probieren jetzt rot. Die sind halt komplett in Zucker gehüllt, aber sauer ist das nicht. Saure Katzen, sauer, aber wirklich sauer sind die Dinger nicht. Kirsch kommt auf jeden Fall ziemlich gut. Und dann hier nochmal die letzte Sorte. Grüner Apfel anscheinend. Werden die schmecken wie Apfelringe? Schon ein kleines bisschen wie Apfelringe, aber eher in so eine Richtung Haribo. Goldbeeren mit Apfelgeschmack, also die grünen müssten das sein. Also hier das, wo ich dachte, es wäre Katjes, scheint anscheinend eine ganz normale Süßigkeitenmarke zu sein. Ja, die wollen sich natürlich schon so ein bisschen damit bewerben, dass das hier anscheinend irgendwie voll mit Vitaminen und Kram ist. Aber an und für sich, sagen wir es wie es ist, es wird wahrscheinlich eine ganz normale, einfache Süßigkeit sein. Die Packung sieht ein bisschen aus, halt eben wie Katjes. Ist nicht verkehrt, sind aber relativ teuer gewesen. Zumindest habe ich es noch so in Erinnerung. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also deswegen kann man machen. Ja, gehe ich auf jeden Fall mal von aus, dass die den meisten Leuten schmecken werden. Hallo Marika, magst du ein saures Kätzchen? Kätzchen? Kein saures Kätzchen.